Alles klar, weiter geht's. Es ist immer noch Nacht. Und was wollte ich machen? Ich habe hier die Sachen aufgestellt. Alles klar. Dann stelle ich jetzt an geeigneter Stelle schnell das Bett auf. Und das ist hier. Na, nicht wegschmeißen. Aufstellen. So, hier schön in die Mitte. Das werden wir wohl noch ein paar Mal ändern müssen, wie die Sachen hier aufgestellt sind. Ich denke, das sollte ungefährlich sein, hier zu schlafen. Los geht's. Jo, hat wunderbar geklappt. Jetzt können wir uns schon mal eine Position für ein paar Fenster aussuchen. Damit wir dann hier auch demnächst was sehen. Wo ist denn mein Glas hin? Ich hatte doch ein bisschen was an Glas. War ich der Meinung. Also entweder sehe ich es jetzt nicht. Oder es ist verschwunden. Hatte ich nicht irgendwie einiges an Glas? Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Ist das vielleicht hier irgendwie runtergefallen? Nein. Ja, sag mal. Ich hatte mich doch gefreut, dass ich Glas dabei hatte. Tja. Kein Glas. Na gut. Dann mache ich jetzt eine Tür. 1, 2, 3, da kommt die Tür. 1, 2, 3, genau, hier ist dann. Erstmal gucken. Sieht relativ ungefährlich aus. Dann machen wir ihn mal weg hier. Ja, ich finde es eigentlich schöner, wenn die Tür andersrum eingebaut ist. Na gut. So, die Fenster. Also hier kommen die Fenster. Ah, da sieht man schon einen Fehler in meinen Konstruktionsplänen. Ich wollte ja eigentlich so ein quadratisches Fenster einbauen. Das sieht natürlich blöd aus, wenn es hier von innen gegen die Wand stößt quasi. Da habe ich nicht dran gedacht. Dann mache ich da eben Fenster in dieser Höhe rein. So und so zum Beispiel. Da ist eine Spinne. Ich hoffe, es ist hell genug. Da habe ich mich übrigens informiert, warum, wann und unter welchen Umständen Spinnen angreifen. Das hängt irgendwie vom Tageslichtlevel ab. Das heißt, letztes Mal, als ich früh morgens das Haus verlassen habe, hat mich die Spinne angegriffen, weil es eben noch zu dunkel war. Auch wenn die Spinne jetzt hier in den Schatten läuft, dann wird sie aggressiv und bleibt aggressiv und greift mich an. Deswegen, wisst ihr was? Ich glaube, die Spinne schnappe ich mir einfach mal. So oft wie ich irgendwo runterfalle, schnappe ich mir auch mal. Ach nein. Keine Seide fallen gelassen. So ein Mist. Gut. Dann muss ich jetzt leider ein bisschen Holz sammeln. Und ich wundere mich immer noch, wo mein Glas geblieben ist. Schwören können, dass ich also ziemlich viel Glas dabei habe. Vielleicht habe ich das auch mit irgendwas anderem verwechselt. Okay. Also hier finde ich es gar nicht schlimm, wenn ich ein paar Bäume wegschlage. Ich
kann man ein bisschen besser so in die Landschaft schauen. Das ist eh hier ziemlich gebirgig. Das schränkt schon die Sicht genug ein. Natürlich brauche ich dann Glas und Kohle. Nein, Sand und Kohle, um Glas zu machen. Das wollte ich sagen. Das heißt, wir müssen dann auch noch mal ein bisschen Sand schippen gehen. Okay. Und wir sollten in der Tat dann auch mal ein paar neue Bäume pflanzen. Dass wir dann bei Gelegenheit hier wieder genug Holz haben. Wir haben jetzt jede Menge Setzlinge gefunden. Alles klar. Also Holz werden wir wirklich einiges benötigen. Wir brauchen noch einiges an Kohle. Für unsere verschiedenen Bauvorhaben und um Fackeln zu produzieren. Das bisschen Kohle, was wir anfangs gefunden haben. Ui. Das ist ja ziemlich dunkel da. Boah, da oben ist Kohle. Aber in einer Höhe. Mein lieber Schwan. Interessant. Das Huhn planscht da. Nicht unspektakulär. Diese merkwürdigen Grafikfehler. Ich hoffe ja mal nicht, dass die am Texturenpaket liegen. Sondern an einer der Modifikationen. Schade, dass man sich irgendwie dreht und in die Nähe bestimmter Abschnitte läuft, dass dann irgendwie dieses blaue Aufblitzen ist. Naja. Da haben wir Bambus oder Zuckerrohr oder wie auch immer das heißt. Haben wir nicht ziemlich viel in der Nähe, nur irgendwie nicht mehr wirklich Kohle. Auf dem Weg hierhin haben wir ein bisschen was gesehen. Da gab es die eine oder andere Stelle, wo man quasi oberirdisch an Kohle rankam. Den Baum fällen wir mal von oben. Von oben nach unten. Okay. Alles klar. Ja, Sand, Sand, Sand. Da hinten gibt es Sand. Schaffen wir das denn noch? Ich weiß es nicht unbedingt. Lohnt sich das noch? Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht fällen wir noch ein bisschen Bäume. Dann habe ich allerdings hier ziemlich einen Kahlschlag betrieben und ja. Waldmäßig die Landschaft ganz schön verändert. Gibt es nicht. Also. Nicht riesige Mengen an Wald. Wald. Da drüben ist noch ein bisschen was. Jetzt pflanze ich hier einfach noch mal ein bisschen. Dass wir in Zukunft hier noch das ein oder andere Bäumchen fällen können. So. Ach, ein Schaf. Weiße Wolle und schwarze Wolle. Die Kuh werde ich auch mal erledigen. Aha. Die gab Leder. Ich fände es ja gut, wenn ich ein bisschen was zu futtern finden würde. Auch ein Schnitzel. Ein Schnitzel habe ich noch. Na. Ein Schnitzel habe ich noch.
Im Inventar. Was habe ich denn da gefunden? Okay, Samen. Auch nicht schlecht. Was ist denn hier hinten? Hier gibt es Fels, aber keine Kohle. Also zumindest von außen nicht. Ah, hier ist relativ einfach zu erreichende Kohle. Das ist nicht schlecht. Habe ich denn noch eine meiner Spitzhacken dabei? Na? Ach, tausch die nicht aus. Ich weiß, das war Verschwendung der Spitzhacke. Verschwindung der Schwätzhacke. Aber es ist auch schon mal gut, dass wir hier ein bisschen Kohle finden. Oh, das scheint ein umfangreicheres Vorkommen zu sein. Wo hau ich denn hin mit der Spitzhacke, sag mal? Okay. Ja, ich weiß, ich bin so ein kleiner Schisshase. Immer wenn es dunkel wird, renne ich zum Haus zurück. Aber ich habe noch keine Rüstung und nichts und nur ein Holzschwert. Da müssen wir auch eigentlich mal Abhilfe schaffen. So. Jetzt baue ich hier mal die Tür ab. Und versuche sie mal richtig zu setzen. Sollte ja jetzt gehen, wo das Gemüse fehlt. Jawohl. So sieht das meiner Meinung nach besser aus. Dieses hübsche Konstrukt hier. Da soll ein Fenster eingebaut werden später. Alles klar. Dann könnte ich ja mal unsere Holzausbeute... Ach. wegschmeißen. Super Idee. Nee, ich wollte eigentlich ein bisschen was hier reintun. Nämlich das Essen, das Leder... Noch mehr essen. Die Eier. Die verschiedenen Samen. Hier, wo machen wir das hin? Das machen wir da hin. Seide. Knochen. Federn. Da haben wir ja sogar noch ein bisschen Kohle. Nicht so schlecht. Dann haben wir hier die Wolle. Die Kakteen, irgendwelche Blumen, die wir zwischendrin mal eingesammelt haben. Da ist doch das Glas. Sag mal. Habe ich das wirklich die ganze Zeit übersehen, oder? Das gibt mir jetzt irgendwie zu denken. Okay. Das Zeug lassen wir einfach mal hier. Im Inventar. Dann können wir jetzt noch ein bisschen Boden verlegen. Und Nummer 3. Dann könnten wir jetzt noch neue Bretter anfertigen. Schon wieder die falsche Seite. Oh, Holz haben wir fleißig gesammelt. Wie gesagt, wir werden auch jede Menge brauchen. Das ist tatsächlich das Glas und ich habe es im Inventar nicht gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt verwegen bin, setze ich hier schon mal mitten in der Nacht die Scheiben ein. Tada! Wunderbar. Ach, das sieht doch ganz adrett aus. Ja, das hat eine schöne Höhe, der Raum. Einiges besser als unsere eher spärliche, auf die Schnelle zusammengezimmerte, kirchenähnliche Konstruktion. Gut, dann werden wir jetzt noch ein bisschen, gleich noch ein bisschen Boden verlegen und dann eben nochmal eine Runde schlafen und dann von außen ein bisschen an unserem Turm weiterarbeiten.